So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit ETS 2. Ja, wie ihr seht, hat sich einiges getan hier. Ich habe jetzt mittlerweile einen Vierachser-Truck oder eine Vierachs-Zugmaschine. Leider noch mit 520 PS, allerdings V8. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ich habe gerade einen Hubschrauber transportiert. Hier gibt es leider nicht so viel. Vielleicht gucken wir mal. Nee, geht nicht. Ah, ich hatte mal ein bisschen rumgespielt mit Mods. Und da war halt so ein Geld-Ding dabei. Und deswegen ist mein Kontostand jetzt auch ein bisschen gewachsen. Ich bin ehrlich zu euch. Also ich habe es nur einmal ausprobiert. Habe jetzt auch nicht so viel für den Auftrag genommen. Waren nur... Also da waren einige Aufträge dabei, die haben so 50 Millionen gebracht oder so. Das wollte ich nicht. Da habe ich mir einen ganz kleinen Auftrag ausgesucht, der dann nur 3,2 Millionen gebracht hat. Deswegen habe ich jetzt noch 1,1 Millionen. Ja. Dann schauen wir mal, was wir hier so machen können. Auftragsangebote. Wollen natürlich auch jetzt dann von Odensen nach Angebot läuft ab in 3 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe bis dahin, aber 30.000 ist natürlich schon heftig. Stellen wir das mal ein und dann fahren wir da mal eben hin. Ups, das schaffe ich noch. Hat natürlich jetzt gut Dampf. Ich weiß gerade nicht, wie viel Hubraum der hat. Das ist ja auch immer ein bisschen abhängig vom Hubraum. Ob er jetzt 12 Liter Hubraum hat oder 5, das macht schon einen großen Unterschied. Bei 520 PS halt, ne? Ich denke mal, dass sie... Ich weiß auch gar nicht so genau, was, wie viel PS sie so maximal haben können. Aber ich könnte mir so fast vorstellen, so 800 PS, vielleicht auch 1000. Weiß ich nicht. Gerade diese großen Brummer hier. Fahren wir mal mit dem Tempomat hier ein bisschen. Können wir auch mal im Cockpit fahren. Ich habe jetzt das V8-Cockpit drin. Sonst hier ein bisschen neue Schmuckdinger. Also ein bisschen Upgrade so. 123 eine Stunde. Das passt ja ganz gut hin. Dann können wir ja mal so einen 30.000er Auftrag machen. Ja, ansonsten hat sich ja von außen ein bisschen was getan, ne? Wie ihr seht, alles so ein bisschen in Chrom. Was natürlich jetzt bei den Lichtverhältnissen hier nicht so gut zur Geltung kommt. Und die Ampel ist aus, das ist sehr gut. Ja, in Kopenhagen habe ich gerade einen Helikopter abgeliefert. Oder, ja, in dem Nachbarort hier. Aber ich glaube, Kopenhagen, das ist so eins. Ich habe mir mittlerweile auch die Firma in Hannover, das ist ja mein Wohnort, mein Real-Life-Wohnort auch. Also bei Hannover wohne ich. Da ist ja mein Hauptsitz. Und den habe ich voll abgegradet. Also der ist, da können jetzt 5 Angestellte mitfahren. Also ich habe auch 4 Angestellte, so, und mich natürlich. Jeder hat eine Zugmaschine, deswegen habe ich jetzt auch keine 3,2 Millionen mehr, sondern nur noch 1,1. Ne? Und die natürlich nur im untersten Segment. Wir können ja nachher nochmal, wenn wir den Auftrag dann abgeschlossen haben, die so ein bisschen upgraden, dass sie auch ein bisschen so um die 500, ich glaube, die haben sogar 500 PS. Aber ich möchte die nicht auf V8 fahren lassen. Aber man kann da ja so ein bisschen rumspielen. Man kann auch
Also jetzt, ich habe das so gemacht, dass die LKWs alle baugleich sind. Ne? Fahren wir mal im Cockpit, dann hört er mich besser. Also, dass die alle baugleich sind, dass die die gleichen Farben haben. Also, die Firmenfarbe ist ja dieses blau-grün-schwarz. Oder grün-blau-schwarz, so. Hier allerdings. Die Außenfarbe ist kein Candy, also das ist kein Metallic, sondern das ist normaler Lack. Also dieses Uni-Lack oder wie das sich nennt. Ich sage jetzt mal Uni, also ohne Metallpigmente oder Metallic-Pigmenten. Ja. Ansonsten. Ja, ach so, das könnte ich ja auch mal wieder reinnehmen. Also hier Handy und Kühlbox oder Sporttasche, Laptop und so kann man ja alles da auf dem Dingsding. Ja, Digitaltacho ist jetzt neu. Das habe ich auch erst später gesehen, dass ich das gar nicht, dass ich das gar nicht drin hatte. Finde ich auch sehr nice aus. Ja, dann sind wir ja gleich da, ne? 78 Kilometer noch. Müssen wir vielleicht zwischendurch nochmal schlafen. Aber erstmal den Auftrag annehmen, sonst ist der, sonst geht der uns flöten. Ups, hier sind wir jetzt zu schnell. Kann ich denn jetzt direkt durchfahren? Glaube hier, oder? Autopass, ja. 234. Den ziehen wir jetzt mal ab hier. Wir haben ja keinen Anhänger dran, deswegen können wir gut Stoff geben hier. Aber wir dürfen trotz, dass wir keinen Auflieger drauf haben, nur 80 fahren. Also das ist, ja, okay. Für mich ein bisschen unverständlich, aber okay, ist halt eben so. Oh, da gab es 50 EPs. Bin jetzt Level 16, glaube ich, oder 17. Level 16. 28.000 EP. Wo steht denn das nochmal? Es steht doch irgendwie auch immer nochmal, dass hier so Karriereentwicklung, glaube ich. Gefahrene Kilometer. Insgesamt gefahrene Strecke 18.000 Kilometer. Strecke während der Fahrt 1.300. Okay. Abgeschlossene Aufträge 42. Ja, wie gesagt, Level 17. Level 16. Können wir hier nochmal die Fähigkeiten hochwertig gefragt. Habe ich jetzt voll ausgeskillt. Jetzt habe ich hier ADRs halt, bin ich jetzt gerade am hochskillen. Und das andere kommt dann später. Also das, ja, muss ich schon mal schauen. Ja. Ist jetzt ein bisschen blöd mit Schlafen, aber ist eben so. Was soll ich machen? Wenn ich diesen geilen Auftrag kriege da, kann ich eben nochmal reingucken. Wo ist ein Motorroller, Leute? Okay. Nach Odense müssen wir fahren, ne? Das ist hier. Ja, genau. Hier, Ikea. Ne, ich wollte gerade sagen Ikea, aber. Da fahren wir dann auch zwischendurch mit der Fähre. Vielleicht schaffen wir das ja bis zur Fähre noch. Weil auf der Fähre schläft er mal automatisch. 30.000 ist viel, finde ich. Das sind 59 Euro pro Kilometer. Das ist geil. Das finde ich geil. Ich will jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden hier. Können wir nochmal von außen gucken hier. Die Brücke sieht immer ganz geil aus, oder? Alles drumherum so. Ah, naja, gut. Fährt unten eine Bahn. Hat sich jedenfalls so angehört. Das ist vielleicht uns entgegengekommen, deswegen. Ach, in den Tunnel rein, okay. Ich fahre immer so ein bisschen mehr als 80. Oh, hier vorne steht noch ein schönes Segelschiff. Rechts. Also der hat sich... Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich hier so durch die Gegend fahre. Was sich alles so Geiles getan hat, wenn man das vor dem Patch sieht. Also vor dem, ne? Vor dem letzten großen DLC. Diese Grafikaufwertung. Das war schon richtig heftig, was da passiert ist so.
Ach so, okay, das geht nur bei Fernlicht. Leuchtet natürlich extrem gut aus, ne? So, da kommt wieder eine Eisenbahn. Ja, ich werde dann demnächst wahrscheinlich wieder das Lenkrad anschließen. Ich habe jetzt ja auch Urlaub. Und ETS 2 ist für mich immer so zwischendurch mal, dass ich dann ab und zu mal wieder so ein paar Videos hochlade. Gut, dann sind wir ja gleich angekommen. 12 Kilometer noch. Schön von der Autobahn runter und dann da nach Bodensee rein. Da war ich schon mal, so wie es aussieht. Sind ja schon ein paar Straßen gelb. Müssen wir jetzt hier runter, ne? Würde ich sagen, ja. Hinter der Brücke. Kann man ja auch mal blinken, ne? Ja, die Trailer habe ich jetzt auch mittlerweile 5 Stück. Also jetzt nicht alle, die ich kaufen kann, aber so die wichtigsten. Da muss ich mich vielleicht auch mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren, dass ich mit meinen eigenen Anhängern fahre. So ein bisschen zu schnell hier. Mache ich immer gern mit Tempomat. So, und dann sind wir auch schon da. Und dann schnappen wir uns mal den Auftrag hier und fahren den Doppeltrailer hier. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Gibt es ja in 2 Variationen. So, Aufträge. 30.000. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ach so, Motorroller. Ja, okay. Ja, sehr geil. Also einmal gibt es den ja so. Dann gibt es den mit kurzem Auflieger. Und dann so ein Mittelgelenk. Kann ich auch mal kurz zeigen. Wo war denn das? Hier konnte man das sehen. Der ist es nicht. Tandem-Anhänger. Hier, Flachbett. Nee, Tandem war es nicht. Genau, einmal so. Den transportieren wir ja jetzt. Und dann gibt es den noch als... Das ist das Gleiche. Wo ist denn das? Oder habe ich das noch nicht freigeschaltet und konnte das nur mal so in einem Auftrag fahren? Das kann natürlich auch sein. Also, dass quasi das hintere Teil als Auflieger ist, dann ist hier so eine Zwischenachse drin, wo dann nochmal so ein kurzer von den großen hier drauf ist. Na, also, aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. So, dann... Die Motorroller nach da, wo sie hin sollen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was sich an dem Truck verändern soll, was euch besser gefällt. Oder wir können einfach darüber diskutieren, was euch besser gefällt, ob ich es dann mache. Das ist dann mein Ding. Ich finde es zum Beispiel geil, wenn die Reifen komplett schwarz sind. Ich habe jetzt die Strift, also das sind die dritten Reifen, die es gibt. Ja, also die am wenigsten Lärm machen quasi. Ups, muss ich ein bisschen ausholen hier. Also die vom Ablaufgeräusch her am leisesten sind. Die haben aber hier so eine weiße Schrift drauf. Standardmäßig. Und die habe ich halt schwarz gefärbt, weil mir das... Die anderen sind ja auch schwarz, also. So, jetzt müssen wir 600 Kilometer fahren. Davon sind bestimmt 300 Kilometer... 300 Kilometer sind davon bestimmt
Fähre. Ah, dann fahren wir erstmal zur Fähre. Ja. Gibt's sonst noch zu sagen? Ja, wie gesagt, das kann ich auch nochmal eben zeigen hier. Fahrermanager. Wie gesagt, also ich habe jetzt vier Fahrer, ne? Oder man kann das mal auch, wo ist denn das? Garagenmanager. Hier, ne? Hier so ein Zottelkopf, ein Mädel. Die haben natürlich auch alle unter... Okay, dann muss ich hier in den Fahrermanager reingehen. Die haben auch alle so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten. Hab das hier so ein bisschen eingestellt, angepasst. Also er soll eher hochwertige Fracht fahren, weil er da ja schon 2 Punkte drin hat. Lernen ist ausgeglichen. Bei Sparsam kann ich jetzt nicht großartig auswählen, was für Fracht sie fahren soll. Also soll sie so fahren, wie sie möchte. Er ist so ein bisschen auf Fernfahrten, weil er da schon 2 Punkte drin hat. Darauf kann man halt aufbauen. Ne? Das, vielleicht entwickeln die sich auch hier, die Just in Time. Da ist er recht gut. Also soll er dann auch machen, ne? So dass ich in jedem Segment quasi einen Fahrer habe. Und dann fahren wir mal weiter hier. Und die bringen natürlich nebenbei auch dann noch ein bisschen gutes Geld. So, wir müssen ankommen. Also wir fahren 10 Stunden. Hier ist das, ne? Und er wartet 5.52 Uhr. Ist das jetzt so ein Just-in-Time? Nächste Pause in 5 Stunden. Ja, okay, es wird knapp halt, ne, mit dem Schiff. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Restzeit 24 Stunden 38. Das müsste eigentlich hinhauen. Ich weiß nicht, wie lange der schläft. Ich glaube so 9 Stunden. 9 plus 10 sind 19 Stunden. Gar nicht gesagt, ob ich jetzt rüberfahren soll. Ich fahre jetzt einfach hier auf die rechte Seite. Blinken ist bei mir immer nicht so, ne? Also dann... Das müsst ihr mir verzeihen. Wenn ich dann das Lenkrad habe, dann kann man dann... wenn ich das Lenkrad wieder anschließe, dann kann man da vielleicht drüber reden. So, eingestellt ist auf 83. Wenn es natürlich jetzt bergab geht, gehen wir mal auf 80. Damit er nicht zu schnell wird. Nachher... Ja, die Motorbremse bremst dann auch so ein bisschen. Bis 85. Also 85 ist so... Das ist noch verkraftbar. Können natürlich jetzt auch sagen, okay, ich habe genügend Kapital, ich fahre jetzt immer so schnell, wie ich möchte. Und nimmt dann halt die, die Strafen in Kauf. Aber bei einem 30.000 Auftrag ist es eigentlich nicht so. Dann können wir auch 90 fahren, oder? Alles, was geht. Ich habe das noch nie erlebt, dass die einen jetzt angehalten haben und haben gesagt, wir legen den LKW jetzt still. Dann kommen wir nämlich auch mit der Zeit dann wieder ein bisschen besser hin, wenn er jetzt 90 fährt. Dann machen wir einiges gut an Zeit. So, jetzt werde ich aber trotzdem mal blinken, weil wenn ich die jetzt überhole hier... Nämlich jetzt gleich... Ich habe mich jetzt gestern informiert, wie das ist. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oder ich wusste da gar nicht, dass das, dass man da ein extra Programm für runterladen muss, wenn man online fahren will. Das könnte man vielleicht auch nochmal machen. Ich weiß dann allerdings nicht, ob man ein extra Profil dafür anlegen muss. Ist vielleicht sinnvoll. Aber da müsste man ja wieder von vorne anfangen. Ich habe da noch mein altes Profil, da bin ich schon Level 24 oder 25. Das könnte man als Online-Profil nehmen. So, den lassen wir vorbei. Dann überholen wir mal den Dicken hier. Schönes Elefantenrennen auf einer zweispurigen
Autobahn. Aalborg, so. Ja, ihr seht das, ne, dass ich Tastatur fahre, klar. So. Das ist natürlich jetzt ganz schön lang, ne? Das kenne ich so auch nicht, sonst sind es ja immer nur 18 Meter. Der kann, der soll, finde ich jetzt. Also wenn ich 90 fahren kann, warum soll ich nicht auch 90 fahren wollen? Dürfen. Da setze ich mich mal ein bisschen über das Gesetz hinweg. Du kannst ja nicht mehr als 90. Das sind nur 10 km/h mehr und dafür dann bestraft werden. Finde ich schon ein bisschen mager. Es gibt ja Länder, da ist das offen. Also in England zum Beispiel, auf den Highways, da kannst du halt 90 fahren. Kannst du auch noch schneller fahren, aber keine Ahnung, mit welchem LKW man das, oder ob man das irgendwie, ob man da die Sperre rausnehmen kann. Ich denke schon, dass die schneller können, wenn die jetzt dementsprechend Getriebe und auch Leistung haben, dann können die das mit Sicherheit auch. Aber die haben ja hier einen Begrenzer auf 90 drin. Ich habe es noch nie geschafft, schneller zu fahren, also vielleicht könnt ihr da auch das mal in die Kommentare schreiben, ob es da irgendwie ein ob es da später dann, wenn man jetzt in den höheren Leveln ist, dass es da eine Möglichkeit gibt. So, Einkommen 1900. Sehr gut. So, wir haben noch, wie viel hatten wir denn am Anfang? 500, ne? 600, glaube ich. So, da vorne ist eine Baustelle. Jetzt müssen wir, denke ich, auch mit dem Tempo runtergehen. Ja, steht da ja auch 50. So, nochmal Tempomat gleich wieder auf 90 und dann geht's ab. Oder weiter. Natürlich muss ich jetzt wieder beschleunigen. Ist eben so, ne? Den könnte ich eigentlich ausmachen. Nee, warte mal, wie geht das? Nee, so nicht. Ups. Weil ich hab's ja da unten auf dem Navi. Brauche ich ja nicht, wenn ich so fahre. Die Spiegel habe ich jetzt trotzdem an. Die bleiben auch an, damit ich einfach nach hinten besser sehen kann. Sonst muss ich mal mit dem Kopf schwenken. Aber jetzt zeigt er mir natürlich nicht mehr an, wie viel Kilometer ich noch zu fahren haben muss. Ach, Quatsch. Ach so, ja, das ist nicht die Zugmaschine, die ich von Anfang an hatte. Die kann man ja upgraden, wie man will, ob man jetzt das Fahrgestell ändert. Oder. Also ihr seht da unten, 2107 Kilometer hat er jetzt auf der Uhr. Ne, 2189, 90 jetzt. Den habe ich mir zwischendurch mal neu gekauft, weil ich da so ein bisschen Fehler auch gemacht habe. Ich wollte einfach, dass dass, wie gesagt, alle meine Fahrer halt die gleichen LKW haben, und da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Das Menü ist auch ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich doof. Man wird halt immer gefragt, ob man den LKW jetzt benutzen möchte, auch wenn man jetzt für seine Fahrer kauft. Naja, ist eben so. Deswegen. Hat sich da ein bisschen. Oh, jetzt werden wir auch noch geblitzt hier. Dann, wenn jetzt ein Blitzer kommt, dann ist ja. Dann können wir ja gleich so fahren, dass wir nicht geblitzt werden. Ist ja immer schön, dass das auch angezeigt wird. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, wo er ist. Ich weiß auch gar nicht, wie das hier oben in Dänemark so ist. Soll das hier der Blitzer sein oder was? Keine Ahnung. Ich kenne mich. Ich habe kein Schild gesehen, dass die Blitzer
Sektion jetzt schon abgeschlossen hast. Ups, jetzt fahren wir ein bisschen auf dem Seitenstreifen hier. Also jetzt müsste es eigentlich schon längst vorbei sein. Dann können wir jetzt gleich wieder auf 90 gehen. Und wir warten nochmal bis nach dem Tunnel. Wahrscheinlich kommt dann gleich schon die nächste, der nächste Abschnitt, wo dann geblitzt wird. Komm, wir gehen mal einfach auf 90 wieder. Dann wurden wir halt mal geblitzt. Mein Gott, wo ist das Problem? Bei dem Geld. Natürlich trotzdem schade, dann um das Geld, aber... Sind das hier Blitzer oder was? Nee. Nee, keine Ahnung, was das für Ampeln waren. Weiß ich nicht. 300 Kilometer noch? Ah, es passt ganz gut hin mit der Zeit. Jetzt auch mehr Ablaufgeräusche im Fahrerhaus auch. Ja, also ich habe jetzt einen DLC habe ich noch nicht gekauft. Oder zwei sogar. Das ist, glaube ich, diese wenn wir mal eben auf die Karte gucken, das ist nicht ganz so nicht, ob man hier, ob das noch freigeschaltet wird. Also Spanien weiß ich, dass es noch nicht gibt. Müssen wir eben kurz, kann ich jetzt nicht. Ich glaube hier so das hier oder naja, da oben ist ja nichts mehr. Das hier, glaube ich, kann man noch kaufen. Und das, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe nur gestern ein Video gesehen jetzt, dass die Türkei halt nicht mit drin ist. Ich weiß nicht, ob diese Balkanstaaten hier schon, ob es die schon gibt. Weiß ich jetzt nicht. Aber hier kann man ganz gut sehen, wo ich schon gefahren bin, so, ne? Wir sind ja jetzt noch in Dänemark und fahren jetzt gleich nach Schweden hoch. Oh, wir sind ja bald an der Fähre. Das ist ja gut. Ups. Ja, dann sind wir ja gleich an der Fähre und dann haben wir das auch dann bald geschafft. So, jetzt gehen wir hier schon runter. Dann gehe ich auch schon mal ein bisschen auf die Bremse. Da kommt noch mal ein... da kommt eine Ampel. Leute. Ach so, hier hat die Autobahn aufgehört. Und jetzt sind wir schon im Hafen. Natürlich immer so, dass immer wenn ich komme, wird die Ampel grün, gelb, wie ihr jetzt auch gerade seht. Finde ich ganz cool, dass in Dänemark die Ampeln halt, dass man auch sieht, wie die andere Ampel dann geschaltet wird. Also, dass dann quasi nochmal eine Leuchte in die Gegenfahrtrichtung ist. Das finde ich ganz cool gemacht. Ist, glaube ich, in der Realität auch so. Also, dieses Spiel ist ja relativ realitätsnah halt, ne? Hier schöne Bunkeranlage, aber hier war ich glaube ich schon mal. Das ist hier alles schon gelb. So kann man dann auch ganz genau sehen, auch wenn man jetzt mit dem LKW direkt an der Ampel steht, siehst du ja immer nicht. Du musst immer nach rechts gucken. Und dann musst du auch noch Glück haben, dass du dann, dann was siehst. So, wir müssen jetzt... Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir fahren müssen. Auf jeden Fall die rechte. Ich würde auch gerne mal wieder aufs Schiff drauf fahren. Ah, Cargo ist da. Hier ist natürlich ordentlich viel Platz. Da hinten steht die Fähre. So, jetzt... Alter, genau, ja. Wir müssen dahin fahren, ne?
Ich weiß es gerade nicht. Also ich gucke jetzt nochmal auf den Plan. Wir müssen nach Stavanger, also müssen wir hier rüber. Kristiansand. Oder wir fahren direkt nach Stavanger. Das könnte natürlich auch gehen, wenn das geht. Ja, warum fahren wir den nicht so? Dann haben wir doch viel gespart. Kostet zwar jetzt 600 Euro mehr, aber egal. Oder? Dann haben wir ein bisschen was gewonnen. Finde ich jetzt. Also, guck mal, wir sind dann fast schon da. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt langfahren muss. Das wird knapp. So. 1, 2, 3, 4. Ging jetzt nicht anders. Polaris Lines hier, kennt man ja auch schon. Da könnten sie auch noch ein bisschen grafisch was machen. So. 0 Kilometer, das heißt, das Ding ist hier schon am Hafen oder was? Die Rolle ablade. Keine Ahnung. Wo kommt man denn da jetzt hin? Ach, da hinten muss ich hin. Ich muss jetzt hier reinfahren oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Gibt es da nicht noch eine andere Einfahrt? Das kann ja was werden, ja. Ich fahre jetzt mal extra mal so, weil ich muss ein bisschen ausholen hier. Sonst bleibe ich da noch irgendwie hängen. Habe ich auch keine große Lust zu. Hätte ja gleich direkt da durchfahren können, ich Trollo. Naja, egal. Bevor ich da noch rückwärts rangiere mit dem Doppeltrailer hier, mache ich das lieber in der Third Person. So, und abkoppeln. 30.000. Yeah, yeah. Vielleicht auch dementsprechend EPs, wäre ja nicht schlecht. 500 EP nur. So. Ja, das war's dann auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Und dann freue ich mich auf euch beim nächsten Mal. Lange keine Videos mehr gemacht. Okay, bis dann. Tschüss.